Die perfekte Banlist. Gibt es sowas überhaupt? Heute gibt's meinen Vorschlag an Konami für die nächste Banlist. Bitte einfach genau so aufschreiben und dann so ausführen. Danke Konami. Zuerst die Bans. Einige Problemkarten, einige nervige Karten. Los geht's. Barrierestatue der Sturmwinde. Suchbares Floodgate, was den Spielern weniger Spaß macht. Muss nicht sein. 0. Instant Fusion. Ein Karten Full Combo Starter und nicht Future Proof. Da sollte Konami vielleicht mal ein bisschen ansetzen. T-Elements Merli. T ist okay, aber T mit Sprites? Bitte nicht. Sprite Sprint. Wenn wir T anfassen, können wir Sprite nicht einfach übernehmen lassen. Das wäre ein bisschen kritisch. Jetzt haben wir schon mal einige Probleme gelöst. Aber das ist nicht alles. Limitiert werden müssen auch noch ein paar Karten. Also, jetzt geht's los. Keldo und Mudora. Muss ich das wirklich erklären? T-Elements Haffnis. Ja, Tier wird offensichtlich hier nicht ganz so gemocht auf dem Kanal. Allerdings möchte ich gerne in meiner Runde auch meine Karten spielen und nicht, dass der Gegner in meiner Runde mich nervt. Weg damit. Aber hey, immerhin, ich lasse KitKatos leben. Jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, wo ihr für das Video gerne mal ein Like lassen könnt, damit ihr in Zukunft mehr geilen Yu-Gi-Content hier auf meinem Channel auch sehen könnt. Jetzt haben wir den Spielern ein paar Karten weggenommen, die ihr spielen könnt, aber wie wär's denn, wenn wir ein paar Sachen wieder zurückholen? Und mit ein paar meine ich einige. Orcus Hafenhorror. Die Fans wollen es und das Deck bleibt Rogue. Also gönn Konami und bring die einfach wieder zurück auf 1. Dankeschön. Elektromite. Langsam wird Zeit, Pendel etwas Liebe zu geben. Danke Konami. Miau Miau. Lass die Kinder wieder Streiche spielen. Lass sie einfach in Ruhe. Kolossus. Die sieht einfach schön aus, wenn die auf dem Feld liegt. Heavy Storm. Bring die nostalgische Verzweiflung der neuen Generation bei. Warum nicht, Konami? Premature Burial. Monster Reborn spielt niemand und die hier ist Support für das neue Mikanko-Deck-Thema. Also hey, Cash. Kirin. Habe ich schon Pendel erwähnt? Ancient Fairy Dragon. Ich meine, dafür sind der Rater doch da, oder? Blicken wir nur kurz auf die Semi-Limits. Konamis Ablagestapel von Malicious und Karten, die in Zukunft zurück auf 3 kommen können. Spellbook of Judgment. Mehr habe ich hier nicht, aber bis auf CK spielt die eh keiner, also gib ihm doch ein bisschen mehr Spielzeug. Und jetzt kommen wir wieder zu Karten, die zurück auf 3 können. Und jetzt räumen wir mal die Banlist so richtig auf. Gazelle, Multiroll, Starling, Desires, Substitute. Ich meine, würde das wirklich einiges verändern? Ich glaube eher nicht, also gerne wieder zurück auf 3. Und hier ist der Rest. Yatagrasu, Mind Control, Sacker Slide und Zemorg. Auch die Karten würden nichts verändern. Das war sie, meine perfekte Banlist. Ah ja, übrigens, abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.